Moin Moin, hier ist Christian von The Malted, ich grüße euch. Wir schreiben das Jahr 1832 und eine neue Brennerei in der Region Campbelltown auf der Halbinsel Kintyre wird gegründet. Und zwar die Brennerei Glen Scotia. Glen Scotia ist heute nur noch eine von drei verbliebenen Brennereien. Neben der Brennerei Springbank und Glengyle gibt es nur noch Glen Scotia. Es gab dort mal auf der Halbinsel Kintyre über 30 Brennereien. Ja, und es ist wieder eine neue Festivalabfüllung auf dem Tisch hier angelangt. Nach dem letztjährigen Rumfinish und dem Ruby Port Finish im Jahr davor, im Jahr 2018, gibt es jetzt 2020 eine Tawny Port Finish Abfüllung. Tawny steht für das englische Wort oder für das deutsche Wort gelbbraun, also für den Farbton, für einen ja, bernsteinfarbenen Ton, Amber könnte man es auch nennen, und ist etwas süßer der Tawny Port als der Ruby Port. Ja, abgefüllt wurde diese Abfüllung mit 52,8% in Fassstärke. Er wurde nicht gefiltert und auch nicht gefärbt. 14 Jahre durfte er reifen. Erstmal in American Oak Barrels, also in Ex-Bourbon-Fässern, und bekam noch ein Finish. Ich glaube, ja, 6 Monate. Ja, genau. Finished in Tawny Port Cask for 6 months. Also nochmal 6 Monate in Tawny Port Cask. Ja, was kann ich noch sagen? Der Preis liegt bei 68 Euro ungefähr. Und das finde ich für 14 Jahre Reifung, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert und einer Fassstärke in Ordnung. Also da würde ich jetzt schon mal sagen, so vom Preis her ist das völlig in Ordnung und auch momentan leider marktüblich. Vor ein paar Jahren wäre es noch billiger gewesen. Die Farbe ist so ein rötlicher, tiefdunkler Goldton, also Roseton, ja, ein Roseton oder tiefdunkler Goldton mit einem rötlichen Einstich. Ich habe den vorher schon mal ins Glas gegeben, um ihn ein bisschen atmen zu lassen. Habe ihn nochmal mit dem Glas abgedeckt, damit der Rauch nicht verfliegt. Und an der Nase kommen jetzt herrliche, so eine herrliche Meeresbrise an. Und man denkt wirklich, man steht da am Strand oder an der Küste von Kintyre. Man riecht das Salz, so ein bisschen Seetang. Und dann kommt so eine richtig schöne Süße von dunklen Früchten. Schwarze Johannisbeere, Brombeere. Ganz süßer Vanilleton. Und der Rauch ist wirklich sehr weit hinten. Der ist sehr dezent. Der ist echt nicht aufdringlich, also richtig schön. Also man merkt schon, 14 Jahre, das ist ein bisschen gesetzter. Und die Aromen bilden so ein richtig schönes Potpourri, die sich gegenseitig nicht überlagern, sondern eigentlich nebeneinander immer wieder in sich, sich quasi so ein bisschen in sich verwoben sind, kann man sagen. Richtig schön. Und diese Fruchtigkeit hat auch so ein bisschen was Frisches, nicht Zitrus. Aber vielleicht so ein bisschen so ein frischer, frisch aufgeschnittener Apfel. Der kommt auch rein. Und immer wieder so ein bisschen Rauch. Also quasi wie so ein, ja, so ein nicht mehr so hochbrennendes oder glimmendes Feuer am Strand, zusammen mit der Meeresbrise, dem Meeressalz. Diese etwas muffige, dieses Seetangmäßige ist jetzt komplett weg. Das war eben nur, als ich den Deckel geöffnet habe.
Und man hat echt diese schönen schwarzen Johannisbeeren, die Brombeeren, ein bisschen mit so einem bisschen mit Apfel überspritzt. Echt schön. Alkohol habe ich gar nicht in der Nase, 52,8% Volumen. Ist für mich auch noch relativ angenehm als Trinkstärke. Ja, Slange war. Oh, kräftiger Antritt. Jetzt kommen diese Schwarzbärigkeiten noch viel mehr durch. Oh, wunderschön. Jetzt kommen noch ein bisschen rote Beeren. Keine Erdbeeren, aber so vielleicht rote Johannisbeeren und vielleicht auch so ein bisschen Himbeeren. Himbeerigkeit mit rein. Vanille kommt auch noch mal. Dann ist er sehr samtig auf der Zunge, kribbelt leicht. Ist aber eigentlich gleich wieder weg. Und der Abgang ist schön wärmend, läuft schön die Speiseröhre ölig runter und hat doch einen deutlich mittellangen, sehr deutlichen mittellangen Abgang. Richtig schön. Also echt toll gemacht. Der Ruby Port war so ein bisschen ja, jugendlicher, so ein bisschen stürmischer. Und der hier mit 14 Jahren ist doch, wie gesagt, gesetzter. 2006 gebrannt, 2020 in die Flasche gekommen. Das ist schon toll. Also wirklich eine Kaufempfehlung. Für 68 Euro mehr würde ich allerdings auch nicht zahlen. Also bis 70 Euro, sage ich jetzt mal, ist das okay. Aber dann wird es auch langsam ein bisschen zu teuer. Aber man kommt ja wirklich ein schönes Aromenspiel angeboten. Man hat hier keine Kühlfiltration oder eben auch keine Farbe eingesetzt, also naturbelassen. Man hat eine wirklich tolle Flasche mit einem, ich weiß nicht, ob man das so sieht, schönen Relief drauf und hier nochmal das Glen Scotia-Zeichen. Ja, also der begeistert mich. Ich finde den echt gut. Das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und ja, bleibt mir gewogen, bleibt gesund. Bis denn. Ciao.